sind Christen. Gar nicht in der Kirche. Den gibt es wohl nur im Supermarkt. Hier in der Kirche gibt es jedenfalls keine. Hier versammeln sich die Christen zum Beten. Aber es sind nur wenige Leute hier. Warum? Ich habe schon gehört, viele sind aus der Kirche ausgetreten. Sie machen nicht mehr mit. Dabei sind alle ziemlich freundlich hier. Sein. Deutschland ist christlich, Deutschland ist Abendland. Aber nur noch weniger Menschen gehen zur Kirche. Was machen sie dann, wenn sie austreten? Und können sie dann noch Christen sein? Guten Tag. Der Pfarrer hier, Norbert Wahler, ist deshalb auch nicht glücklich. Mich macht jeder Kirchenaustritt traurig. Ich meine, das ist jemand, der wieder eben, wenn jemand nichts mehr eben mit der Kirche zu tun haben will, es ist dann immer noch die Frage, will er dann auch nichts mit Gott zu tun haben? Da muss man natürlich immer auch die Beweggründe versuchen rauszufinden. Der Pfarrer von Fuchstadt sagt, es gibt hier 1800 Einwohner. 1500 davon sind Katholiken. Von denen gehen noch 150 Leute in den Gottesdienst. Das sind 10% im Durchschnitt. Und da liegt Fuchstadt weit vorne. Woanders gehen noch viel weniger Christen zur Kirche. Woran liegt das? Und was sagen die, die hier mitmachen? Guten Tag. Entschuldigung für die Störung. Hallo, guten Tag. Hallo. Ich bin Herr Alschater. Ich bin die Madeheit. Freut mich, freut mich. Sind Sie hier eingestellt? Arbeiten Sie? Freiwillig. Ah, freiwillig. Wie lange machen Sie das schon? Schon 40 Jahre. Ist das nur, weil nicht so viele Menschen mitmachen hier, machen Sie das, oder? Nein, weil es Spaß macht. Was glauben Sie, warum gab es heute so wenig Leute? Und ist das immer so oder manchmal kommen mehr? Seit einigen Jahren ist das der Fall schon. Den Leuten geht's zu gut. Okay, und dann braucht man, Herrgott, nichts mehr. Und macht Sie das traurig? Ja, sehr. Sehr. Nur braucht man gerade, wenn man nicht gut geht? Mensch, bei vielen ist es so. Die denken dann, oh schnell, jetzt muss ich mal beten und dann hilft er mir wieder. Das, was Sie gerade gesagt haben, hat mich genau getroffen, weil irgendwann, also als ich Kind war, war ich auch sehr krank und damals habe ich sehr stark an Gott geglaubt und immer damit es mir besser geht und damit die Schmerzen geht, dann gehe ich zu meiner Mutter und sage, Mama, bitte betet für mich und lest für mich ein bisschen aus dem Koran und dann hat sie für mich gelesen und dann danach sage ich, dass mir besser geht, obwohl dass ich damals hatte ich Leukämie und Leukämie wird es nicht besser durch den Koran. Und so war ich auch raus aus meinen Problemen, bin ich nie wieder in der Moschee oder habe ich nicht wieder gefastet oder gebetet. Kommen Sie bestimmt wieder dahin, wo Sie mal waren, dass Sie auch wieder an Gott glauben. Okay, vielen lieben Dank. Schön, dass wir hier sein dürften. Ich würde mal sagen, wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Osterzeit und schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Wenn weniger Leute in die Kirche gehen, dann sind die Kirchen bald nur noch Museum, oder? Wo sind die anderen alle? Hallo, hast du mich vermisst? Na komm her, Baby. Zu lange gewartet? Na, wie geht's? Wenn doch Deutschland so christlich ist, warum gehen die meisten Leute nicht mehr in die Kirche? Was haben Sie für ein Problem? Das frage ich einfach die Leute hier in Fuchstadt. Hallo, guten Tag. Hallo. Darf ich mal hier sitzen? Natürlich. Hi, ich bin Firas. Froni. Hi, Froni, freut mich. Und das ist Zucchini. Ich wollte mal fragen, wann warst du letztes Mal in der Kirche?
Ui, das ist schon ein paar Jahre her, muss ich ganz ehrlich sagen. Drei, vier Jahre bestimmt. Und haben Sie starker Glauben oder sind Sie aus der Kirche ausgetreten? Nee, eigentlich nicht. Also wir sind streng katholisch, aber irgendwie fehlt die Zeit. Also es geht nur einfache Zeit, aber beten Sie zu Hause oder so? Ja, also mit meiner Tochter auf jeden Fall, abends vom Schlafen gehen. Das war so täglich. Ja. Ah, schön. Und wenn ich jetzt als jemand, der an andere Religionen glaubt, hier einziehen möchte, glauben Sie, würde ich hier Probleme haben? Schwierig, ja. Ich denke schon. Wieso? Was wird dann passieren? Das ist schwierig. Also die sind alle so ihr katholischen Glauben eingeschossen. Und die werden mich nicht akzeptieren? Es wird lang dauern. Es wird lange dauern. Verstehe. Vielen lieben Dank für Ihre ehrlichen Worte. Gerne. Glauben Sie, gibt es noch ein paar andere Gäste drin, die ich denn fragen kann? Bestimmt. Gerne. Okay, na dann, Zucchini, lass uns rein. Ah, das kenne ich. Im Morgenland gehen die Männer erst bieten. Und dann haben sie Spaß. Hier im Abendland haben sie auch Spaß. Nur, dass die meisten vorher nicht bieten. Jedenfalls nicht in der Kirche. Ja, hallo. Darf ich mal sitzen? Lass uns mal auch die Zucchini dabei. Wie heißt der? Zucchini. Zucchini? Ja, Zucchini heißt sie. Wie das Gemüse. Genau. Das ist eine Wirtschaft quer. Ich bin der Firas übrigens. Hi. Tobias, hallo. Tobias? Ja. Ich bin der Arndt. Arndt. Der Rudi. Hi. Manfred. Hallo. Hallo. Ich war heute in der Kirche und leider gab es sehr wenig Leute. Ja, also es ist nicht nur, ich sage es mal so, das Problem ist nicht der Glaube eigentlich. Ich denke mal, dass viele Leute noch das Bedürfnis haben zum Glauben, aber ich denke mal, es hat sich auch dahingehend gewandelt, dass viele Leute anders glauben, auch die katholische Kirche anders glauben. Worum geht es konkret so? Zum Beispiel um den Missbrauch von Kindern, Missbrauch von Frauen. Wir hatten einen Pfarrer hier bis 1991 und da kam dann später heraus, dass er auch immer eine Frau missbraucht hat. Und wir hatten bis 1972 einen Pfarrer, der hier Rentner war. Das war ein übler Sadist, da war ich Ministrant. Das war wirklich ein Sadist. Und da habe ich dann später auch erfahren, der hat auch Kinder missbraucht. Ne? Und da hätte eigentlich die Führung der Kirche sagen müssen, wir reden mal mit euch darüber. Oder wenn man dann den Bischof aus Limburg nochmal hernimmt, wenn dann sieht, dass für Millionen Gelder dann anderweitig das ausgeben wird, dass sich da die Leute immer mehr distanzieren von der Kirche. Aber ich bin der Meinung, dass sie sich nicht vom Glauben distanzieren. Das ist, denke ich mal, ein großer Unterschied. Was ist überhaupt die christliche Leitkultur? Die Frage, ob es in Deutschland noch eine christliche Leitkultur gibt. Gibt es in Berlin eine christliche Leitkultur? Erkennst du da eine? Nee, gar keine. Also das ist bei uns, also wir haben bestimmte Werte, die... Ja, wenn jemand wie du aus dem Ausland kommst, dann sage ich, wir haben eine Demokratie, wir haben Menschenrechte, wir haben Frauenrechte. Das ist wichtig, aber Leitkultur, das ist ein dummes Geschwätz. Okay, dann erstmal Prost. Zum Wohl. Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte. Ja, dafür bin ich in Syrien auf die Straße gegangen. Wenn du integriert werden willst, musst du jetzt ein Bier trinken. Einmal Bier, bitte. Und dafür mag ich Deutschland. Also die Menschenrechte. Aber Bier... ist auch okay. Meine Integration funktioniert super, oder? Jedenfalls hier in Fuchsstadt. Ob das an der Fernsehkameras liegt? Egal. Eigentlich könnte der Film hier zu Ende sein. Integration gelungen. Oh Mann. Das war aber eine sehr lange Nacht in Bayern. In Franken. Hochkultur. Aber... viele Christen gehen auch dort nicht in der Kirche. Wow. Ich gehe nicht in der Kirche. Ich gehe nicht mal in den Moschee. Ich bin Muslim, genauso wie die meisten deutschen Christen sind. Zucchini, ich bin ganz normal. Also jedenfalls nicht anders als die meisten. In Deutschland leben 82 Millionen Menschen. 47 Millionen sind Christen. Das sind 57%.
Dazu kommen noch etwa 5,5% Muslime. Geschätzt 0,2% Juden. Und ein paar Hindus, Buddhisten und...